Wie kannst du eine Fläche von Quadratmeter auf Quadratzentimeter umrechnen? Was passiert mit den Nullen und was passiert mit dem Komma? Sehen wir uns dazu mal Beispiele an. Hier mal eine Übersicht, wie verschiedene Flächeneinheiten umgerechnet werden. Für Quadratmeter nach Quadratzentimeter ist natürlich nur der Bereich hier interessant. So, das hier sind die beiden Beispiele, die gerechnet werden sollen. Also einmal 320 Quadratmeter, eine Angabe ohne Komma und mit 46,241 Quadratmeter eine Kommazahl bzw. Dezimalzahl hier. So, wie funktioniert das Ganze? Nun fangen wir hier oben an. Wir wollen 320 Quadratmeter auf Quadratzentimeter umrechnen. Dazu schreiben wir erst einmal die Zahl hin. 320. Und jetzt müssten wir rechnen mal 100 mal 100. Das ist ganz einfach. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Nullen. 4 Nullen, die drankommen. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir einfach mal Punkte zur besseren Lesbarkeit. Das heißt, wir haben hier 3,2 Millionen Quadratzentimeter. 4 Nullen dran. So, im Beispiel mit dem Komma 46,241 Quadratmeter, dann machen wir Folgendes. Wir müssen jetzt das Komma verschieben. Wir werden jetzt einfach erst einmal die Zahl hier hinschreiben. Wir haben 46,241 und jetzt ergänze ich mal hinten dran noch ein paar Nullen. Einfach Nullen ergänzen, das wird uns jetzt helfen beim Komma schieben. Und zwar, wir hatten hier 4 Nullen drangehängt, hier. Und das bedeutet jetzt für Komma 4 Stellen das Komma nach rechts verschieben. Also das Komma sitzt nicht mehr hier, sondern 1, 2, 3, 4 Stellen weiter nach rechts. Daher hatte ich auch hier mal die Nullen ergänzt. Das Komma ist also hier weg und sitzt stattdessen 1, 2, 3, 4 Stellen weiter rechts. Das ist jetzt unsere neue Zahl. Die können wir noch vereinfachen. Die Nullen hinter dem Komma brauchen wir nicht. Und wenn nichts hinter dem Komma steht, brauchen wir das Komma auch nicht. Das heißt, wir haben hier 462.410. Und zwar Quadratzentimeter. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch weitere Erklärungen und Hintergründe zu Flächeneinheiten brauchst, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du noch mehr. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.